Scholch Components ist ein Tochterunternehmen der Scholch Management Holding, das seit ca. 2 Jahren eine eigenständige GmbH ist mit eigener Verantwortung und die mittlerweile mit ihren Kernkomponenten wie Schleusen, Ventilatoren, Förderorgane eigenständig am Markt auftritt. Wir produzieren am Standort Aarholzmünster, also das ist auch ein ganz klares Ziel der Management Holding, der Eigentümer, den Standort Aarholzmünster zu bewahren, zu erhalten und am Standort Aarholzmünster weiter zu produzieren. Ja, das Know-how der Scholch Components baut auf fast 60 Jahren Erfahrung auf. Das sind die bestehenden Komponenten, aber für die Weiterentwicklung bedarf es Innovation, Produktentwicklung und in weiterer Folge auch um neue Produktionsmethoden. Lösen kann man das Ganze natürlich nur mehr über Automation. Also die Zeit der Manufaktur ist definitiv vorbei und gerade am Standort Mitteleuropa ist aus meiner Sicht einer der Wege über Automation, die Produktionskosten zu senken und damit wettbewerbsfähig zu bleiben. Ja, wir haben schon sehr erfolgreich mit einer Automatisierung in der Scholch Components gestartet. Um unsere Kernkompetenz Schweißen haben wir eine Automatisierung mit einem Schweißroboter umgesetzt mit der Firma AGS. Eine Herausforderung ist es, Losgröße 1 zu produzieren. Durch die individuellen Kundenanforderungen ist es unbedingt notwendig, dass wir auftragsbezogen fertigen können. Der Schweißroboter kann das. Wir haben dort die ersten Produkte raufgenommen, die nicht Serie sind, die wirklich Losgröße 1 sind. Und auch das funktioniert mittlerweile sehr gut. Bei dieser Schweißapplikation haben wir schon bei den Machbarkeitsanalysen auf den KUKA Cybertech Nano Arc gesetzt. Und in Zusammenarbeit, Anbindung an die Fronius Schweißstromquelle, ist das auf der Hardware-Seite das optimale Paket. Übergeordnet fungiert eine Delphoe-Software-Plattform für die Offline-Nahtprogrammierung. Und in diesem gesamten Projekt ist das die optimale Kombination für Schweißen mit Losgröße 1. Der Ablauf vor Ort für den Bediener ist denkbar einfach. Er braucht lediglich nur mehr das Offline-Programm anzuwählen, den KUKA-Drehkipptisch zu beschicken und kann dann diesen reinschwenken zum Roboter. Dort wird dann angetastet, das heißt, der Roboter sucht sich wirklich die exakte Schweißposition mittels Antastverfahren und dann wird das Lüfterrad oder Schleuse wird komplett vollautomatisch gefertigt. Mittels Simulation, die innerhalb von Sekunden jede einzelne Schweißposition überprüft, können mögliche Kollisionen bereits im Vorhinein erkannt werden. Bei einigen der ersten Prototypen zeigte sich im Vergleich zum Handschweißen ein deutliches Zeitersparnis von bis zu 50%. Bei unseren Automatisierungslösungen funktioniert im Speziellen die Zusammenarbeit mit KUKA seit über 10 Jahren sehr gut. Wir setzen hauptsächlich Robotik von der Firma KUKA ein und profitieren natürlich mit diesem nahen Zugang zum Applikationscenter in Steyrek, wo wir auch die Versuche für diese Anlage realisiert haben. Und dieser nahe Zugang, diese Handschlagqualität und diese Partnerschaft ist für uns sehr wichtig. Industrial Intelligence.